Hallihallo, mein Name ist Valentina und ich habe ein Buch über Neudau geschrieben. Das Buch heißt Alle unsere Farben und besteht aus 14 dreiseitigen Geschichten. Es eignet sich also auch für Leser, die nicht so viel Zeit haben. Ein paar von diesen Geschichten darf ich euch bei meiner Lesung am 5.3. vorstellen. Dazu möchte ich euch heute herzlich einladen. Die Lesung findet im Atelier von Herrn Wolfgang Abfalter statt. Er hat die Wölfe für das Cover gemalt. Das sind die gleichen, wie ihr im Hintergrund seht. Und es ist daher ebenso eine Gelegenheit, seine Galerie und ihn kennenzulernen. Das Atelier befindet sich in den ehemaligen Bürogebäuden der Firma Borkenstein im ersten Stock. Die Räume werden am Sonntag, 5.3. ab 16.30 Uhr geöffnet sein, sodass ihr euch schon einmal die wunderschönen Gemälde anschauen könnt. Und um 17 Uhr beginnt dann die Lesung. Im Anschluss an die Lesung signiere ich und verkaufe ich die Bücher und die eignen sich bei einem Preis von 16 Euro auch als kleines Ostermitbringsel. Wer bei der Lesung nicht dabei sein kann oder es so wie ich kaum noch erwarten kann, der kann die Bücher gerne schon bei mir per E-Mail bestellen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Beschreibung vom Video und auch jetzt eingeblendet. Ihr könnt mir ein einfaches Mail schreiben, wo euer Name drinnen steht, die Wohnadresse, wie viele Bücher ihr gerne haben wollt und ich komme gerne persönlich vorbei und signiere sie dann vor Ort und widme sie auch vor Ort. Und wer zur Lesung kommt, der kann sich über eine Palette an lokalen Schmankerln aus Neudau und Neudauberg freuen. Also zum einen kann man sich durch die verschiedenen selbstgemachten Aufstriche von Frau Koch kosten. Und auf der anderen Seite gibt es Wein, also verschiedene Weinsorten von der Familie Hirschmann aus Neudauberg. Ebenso ist für das Wohl von Fruchtsaftliebhabern, Veganern und Fleischtigern gesorgt. Im Anschluss an die Lesung könnt ihr dann kulinarisch bestens versorgt zusammenstehen, euch in Ruhe die Gemälde anschauen, schon mal die ein oder andere Geschichte lesen und Wolfgang und mir Löcher in den Bauch fragen. Wir freuen uns beide schon sehr auf euer Kommen. Und ja, damit ist alles gesagt zur Lesung. Jetzt kommen wir zu den Details vom Gewinnspiel. Wie schon angekündigt, verlose ich unter allen, die die Videos kommentieren oder den Kanal abonnieren, ein Buch. Dazu müsst ihr aber aktiviert haben, dass ich euren YouTube-Namen sehen kann, sonst kann ich euch nicht als Sieger verkünden. Dazu habt ihr noch bis zum 26. März Zeit, da es Sommerzeitumstellung, eine Woche vor Palmsonntag und die Ziehung von dem Sieger. Und auf diesem Weg viel Glück. Ich freue mich über zahlreiche Teilnahme und ich freue mich, wenn ich ganz viele von euch bei meiner Lesung am 5.3. begrüßen darf. Bis dahin alles Gute. Und tschüss!